Benjamin Breuer-Kolo. Einen schönen guten Abend zu Ihrer Lokalzeit am Donnerstag. Und es war heute oft schon wieder richtig schön. Schnee und Sonne, Südwestfalen glitzert. Und wir gucken zum Wochenende sehr gerne mit Ihnen auf die Arena in Winterberg und aber auch jetzt mal auf die kleinen Skigebiete. Die geben gerade nämlich alles, damit wir da auf die Piste gehen können, zum Beispiel in Bödefeld. Die Menschen in Bad Berleburg profitieren bald finanziell von der Energiewende. Durch eine Kooperation mit Betreibern von Windkraftanlagen können sie Strom günstiger bekommen. Und jetzt bitte aufstellen zum Familienfoto. Das sind Katrin und Frank Meyer, die Pflegeeltern, und Gitti und Edith, die erwachsenen Pflegekinder. Es ist eine besondere Familie und ein besonderes, noch wenig bekanntes Projekt. Und so gut, dass es das gibt. Vor 20 Jahren haben die Meyers aus Marsberg entschieden, dass sie Pflegefamilie sein möchten für Erwachsene mit Betreuungsbedarf. Was für eine tolle Familie wir da kennengelernt haben, oder Frau Engelmann? Ja, ganz bestimmt. Sie sind Leiterin beim LWL Wohnverbund Marsberg, sind uns aus Bielefeld zugeschaltet. Es gibt viele, die gar nicht wussten, dass es Pflegefamilien auch für Erwachsene gibt. Warum ist dieses Angebot nicht bekannt? Und das Gespräch haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Und jetzt laden wir Sie wieder ein zur Bastelgruppe. Bastelgruppe Metallgestaltung. Wir brauchen Feuer, heiße Eisen und das Zeug zum Schmieden. Und das hat Peter Küppers in jeder Hinsicht. Er ist Metallgestalter und zeigt Kindern auf dem Weihnachtsmarkt in Lippstadt, wie es geht. Und er möchte am liebsten ganz viele für sein Traumhandwerk begeistern. Noch mehr Kunst jetzt. Ein Oratorium, das ist sowas wie eine Oper. Episch, dramatisch, gerne religiöser Stoff. Auf jeden Fall großes Besteck mit Solisten, Chor, Orchester. Also viel Musik, vielen Menschen, vielen Instrumenten. Findet üblicherweise gerne in Kirchen statt. In Siegen. So, jetzt hier gleich aber schon ein bisschen mehr Platz zum Musizieren. Für warm ums Herz und in den Ohren und überall. Das Vokalensemble Erwitte lädt wieder ein zum Weihnachtschorkonzert. Hat seit vielen Jahren Tradition, auch bei Familie Vogt übrigens. Die sind mit 6 Familienmitgliedern vertreten. Wir durften bei der Probe in der St. Laurentiuskirche in Erwitte zuhören, was sie mit dem Chor vorbereiten. Musste hin. Superschön. In unserer Westfalen-Weihnachtsserie gucken wir heute hinter das 15. Türchen im Retro-Adventskalender. Und es geht richtig flott ins Jahr 1975 nach Bielefeld. Und flott, das ist ihr wichtig, den damals 81-jährigen Hüpfer, die als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk von den Stadtwerken eine Straßenbahnfahrt geschenkt gekriegt hat, und zwar am Steuer. Super. Und jetzt bitte einmal Licht aus. Ich sag ja immer, im Dunkeln ist gut funkeln. Und so strahlt der Meteorstrom viel mehr mit Sternschnuppe über Plettenberg. Aufgenommen bei frostig kalten Temperaturen von Toni Meyer. Super, dass Sie da noch den Auslöser trotzdem getroffen haben. Wir gucken aufs Wetter für Südwestfalen. Gerade plus etwas milder. Und dann geht es gleich um 15 Uhr nach, ich glaube, mit wirklich wahnsinnig schönen Bildern weiter. Können sich freuen auf Abenteuer Erde nach der Tagesschau. Es geht um Mitternachtssonne und Polarnächte im wilden Norden. Ab nach Skandinavien um 19:45. Und wir sehen uns gerne morgen hier wieder zur Lokalzeit Südwestfalen. Schönen Abend Ihnen.